Okay, irgendwie hier. Jo, so war das gewesen. Und hier ist dann der Schotel. Lohnt sich der Schotel? Also das ist diese Waffe, wo man gut mit Schilden rumschlagen kann, ne? War das nicht so? Irgendwie sowas war das. Mein Name bei Windows Live ist Pilzturner157. Also Pilzturner157. Pilzturner157. Das ist die Kombination der Wahrheit. Zum Weg der Let's Plays. Das weiß ich noch nicht, Exo Power. Kommt drauf an, wie lange du essen bist, aber die Sensfestung will ich gerne noch fertig machen. Heißt, mindestens eine halbe Stunde werde ich wohl noch dabei sein. Bis ich hier wieder aufhöre. Aber für den Moment muss ich hier noch cool lang rennen. Der coole Renner, das bin ich. Oh shit, oh shit. So, nennen wir das. Jetzt kommt hier die Falle. Ne, die wurde gar nicht aktiviert. Das finde ich noch. Oh shit. Jetzt hat es wieder umgedreht, ne? Ja. Ja, gut. Damit habe ich ja gerechnet. Damit habe ich ja gerechnet, dass hier jetzt so weitergeht. Aber ich weiß, dass ein zweiter Stein gleich noch hinterherkommt. Das geht hier auch anscheinend jetzt die ganze Zeit los. 50% Schaden durch Schilde mit dem starken Angriff. Ah, okay, dankeschön. Azrael wants to be your friend. Na klar, bist immer eingeladen. Auch wenn du aus Japan kommst, was ich nicht begrüßen kann. Aber das ist okay. So, was ich nicht begrüßen. Wieso kommt er aus Japan? Hallo, liebe Kiste, die fake ist. Du bist wirklich ein ganz schön großer Fake. Habt ihr dir das schon gesagt? Du bist nicht echt. Du hast Beine. Also, oh shit, ich habe echt Beine. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, gag. Okay, dankeschön. Ihr sollt mich doch jetzt nicht vollgaggen, meine Freunde. Ich muss doch diese Truhe besiegen. Okay, dankeschön, Truhe, dass du tot bist. Hier will noch jemand mein Freund sein. Hier, Game Freak, hab dich gesehen. Game Freak will mein Freund sein. Na klar. Ist gerne dabei. Ghost Town has returned home. Das finde ich schon mal ganz gut. Lightning Spear habe ich gefunden. Der war auch nicht schlecht, oder? Der war auch nicht schlecht gewesen, wenn ich mich recht erinnere. What the fuck, ich komme nicht aus Japan. Doch, anscheinend kommt sie wohl aus Japan. Das hat mir das Spiel so erzählt. So. Was das Spiel sagt, das stimmt auch so. Hier geht's weiter, hier komme ich runter. Ne, hier war der andere Weg. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, jetzt muss ich hier nach oben lang. Jetzt kann ich das, ja. Jetzt kann ich den nach draußen. Ne, jetzt kann ich den einmal hier in die Richtung lenken. Damit der liebe Freund hier gequetscht wird. Gag, wie war erfolgreich. Sehr gut. Und denkt dran, nie zu oft eure Spawner machen, sonst ruckelt das bei mir ohne Ende. Erstmal wird mein lieber Freund hier weggerollt. Sehr gut. Das ist erstmal das Wichtigste. Und hier liegt. Hier liegen zwei Spawner. Mal sehen, wer sich dahinter verbirgt. Aber erstmal drehen wir das Ding hier um. Diesmal sehen wir zwei Leute. Wir sehen als erstes Phoenix FMH. Der darf natürlich kommen. Und wir sehen noch jemand anderen. Hier kommt noch jemand gleich ins Spiel, aber ich glaube, ich kann ja nur jeweils einen. Ja, hier ist Tokeln wieder. Ich kann nur einen Sonntypi und einen normalen Typi immer beschwören. Heißt, Tokeln fällt dann, glaube ich, aus. Da müssen wir mal gucken. Ah, dir trete ich auch in den Arsch. Du Arschloch, ne? Ich trete in den Arsch. Ich trete in den Arsch. So, hast du dir verdient. So, aber okay, ich kann auch noch Tokeln dazu holen. Anscheinend geht das. Gag! Gag. Okay, gut. Dann wollen wir erstmal hier durchgehen. Jo, geht los, ey. Denke ich mir nur so. Geht los. So, hier ist nichts los. Ohne Moos nichts los, sag ich mal hier an der Stelle, ne? So, an der Stelle könnten wir trotzdem nicht helfen, wenn ich hier durchgehen soll. Oh Mann! Phoenix, mach keinen Scheiß! Oh Gott, ey, jetzt hast du mich schon erschreckt. Du hast dich irgendwie einfach nach vorne gebeamt. Ah, Mann. Das war gerade echt gruselig, will ich nochmal an der Stelle sagen. Okay, dann wollen wir uns mal um die Typen hier oben, hinten und da drüben kümmern. Kloppen wir uns mal mit den beiden. Hier kommt jetzt schon wieder einer. Ich weiß das ja. Ich weiß ja, dass ihr wieder existiert hier in meiner Welt. Okay. Aua, ihr habt mich gekloppt, ey. Aua, ihr habt mir den Kopf reingebissen. Das ist nicht nett. Na, heil mich erstmal. So, okay, ich versuch's mal auf den normalen Wege. Ich krieg's ja doch nicht hin, dann spieße ich dich halt auf. Dann machen wir das halt so. Greg, Ton. Naja. So ist das halt mit diesem lieben Freund hier. Ah, okay, wieso bist du... Okay, er stirbt auf die derbste Art und Weise. So, Large Titan Chart. So, Phoenix FMH ist da. Und der andere Freund konnte leider nicht beschwören. Tokeln ist einfach gestorben an Greg. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
Natürlich ruckelt das bei mir auch natürlich dementsprechend ein bisschen, weil hier auch der Livestream läuft. Heißt, vielleicht ist nicht alles immer ganz flüssig. Genau, töte mal einen Typen da hinten. Das ist schon eine coole Idee. Ich bete für dich. Töte ihn bitte. Ja, töte ihn. Du musst ihn töten. Nur so können wir es schaffen. Ich glaub an dich. Yeah, 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 yeah. Okay, ich glaub so derbe an dich. Ich glaube an dich. Yeah. Ich werde mich rächen, okay? Aber fall nicht da runter. Da darfst du nicht runterfallen, Phoenix. Da musst du. Ah, der andere fällt runter, okay. Witzig, dass ich das in dem Moment die Pose gemacht habe. Okay. Es ist soweit. Der Moment ist gekommen. Der Moment, den ich immer wieder aufs Neue fürchte. Der Moment des Durchrenns. Oh Mann, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich glaub gar nicht, wie sehr ich es hasse. Weil wenn man einmal falsch rennt, dann war es das auch schon gewesen, ne? Oh, ja, ja. Okay, los geht's. Hi Hitler! Okay, das habt ihr nicht gesagt. Entschuldigung, das war ein Kampfesschrei der Ermutigung für mich selbst. Das habt ihr nicht gehört. Touch the Grave Sign. Nee, ich bin aber nicht so teuer. Ich bin nicht Grave Lorden wie ein Bekloppter. Aber hier ist eine Truhe. So, ich würde jetzt am liebsten erstmal zum Feuerdingens kommen. Ich würde jetzt am liebsten okay, nicht runterfallen. Ich würde jetzt am liebsten erstmal zum Dingens kommen. Hier erstmal durch, genau. Gag. Okay, danke, es hat aufgehört zu gaggen. Es hat derbe gegaggt. Da muss er echt aufpassen vor der Gag. Oh, jetzt kommen wieder die Uhr-Typen. Macht er wieder Macht er gleich, passt auf, das Geräusch kommt da. Macht er wieder Okay, na, nicht jetzt. Na, kommt schon, Leute. Nicht durchdrehen mit euren Spawn-Dingern. Okay, erstmal Dingens holen und dann hier runterspringen. Und dann hoffen, dass alles gut wird. Jo, alles ist gut geworden. So, ich muss dich jetzt einmal verabschieden, mein Freund. Du weißt, dass es soweit kommen würde. Du musst nach Hause gehen. Du musst nach Hause gehen. Und ich muss das hier anzünden. Berühr mein Gravelord sein. Nein. Ich werde nichts Gravelord sein berühren. So, einmal wieder Menschlichkeit opfern. Damit ich wieder mehr Estus Flakuna. Ich wollte nur kurz die Riesen töten. Das ist egal. Das ist egal für nichts. Du kannst es gleich tun, wenn du wieder beschwört wirst. Ich kann mich nicht zu 100% auf euch konzentrieren bei diesem Let's Play. Ihr müsst auf euch selber aufpassen in dieser brutalen Welt, wenn du bei einem anderen Spiel. Ja, okay. Ich habe schon vor Gravelord Server to obey. Toll. Mann, wer könnte das nur sein? Wen könnte ich jetzt nur invaden? Egal. Geht ja um Gravelord, ne? Ich werde es benutzen. Ich werde es benutzen. Eine aber Huuuuck-Typi ist wieder hier. Die macht ja wieder Huuuuck. Boah! Eine Huuuuck. Aber erstmal gehe ich hier hinten hin. Hier ist übrigens auch irgendwo ein Charakter. In der Nähe, der nicht mehr drin ist in dieser Welt. Findet ihr dieses Geräusch nicht auch ultimativ laut? Ah ja, dankeschön für diesen tollen Hammer. Ja, okay, da kommt der nächste. Gut, machst du das. Huuuuck! Er hat wirklich einen tollen Hammer, oder? Ja, du machst das toll, wirklich. Du bist ein toller Spießer. Nein! Hörst du jetzt? Aua! Das ist auch für mich zu spießen, mein Freund. Das macht man nicht. Hör auf damit! So, hier wird nichts getrunken. Ich bin ein Alkoholiker hier, ey. Ich bin Alkoholiker! Ich bin Alkoholiker! Ich bin Alkoholiker! Ich bin Alkoholiker! Tolles Lied ist das. Irgendwas mit Knall wieder. Da habe ich von meinem Bruder gelernt, mit dem Alkoholiker das Lied. Nein, na. No. Yeah, ich hab's mit dem Pfeil abgewehrt. Ah, er ist so, oh shit. Er ist so, oh shit, denkt er sich so. So, komm. Du spießt mich. Oh Mann, der hat mich echt gespießt. Wieso konnte ich ihn jetzt hacken? Ja, okay. Das klappt ja echt gut hier gerade. Schön, dass du einfach trotzdem nicht angepariert wurdest. Also, oh nein. Richards Ding. Okay. Richards Rapier. Yeah. Wenn ich groß bin, würde ich auch ein Spießer werden. Aber ich auch. So. Du hast mich Gravelordet. Wieso habe ich einen Phönix mit Ghost Phantom Gravelordet? Das macht eigentlich echt wenig Sinn. Naja, wir sind ja alle unter Freunden hier verbunden. Von daher kann das auch passieren. Knacki die Knack. Knacki die Knack. Welches Knacki die Knack meinst du, Gamefly? Das finde ich mal interessant. Welches meinst du? Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Was meinst du? Ich will wissen, welches Knacki die Knack du meinst. Wenn du das Besondere meinst, dann lobe ich dich richtig doll. Wer ist das hier schon wieder?
Hallo Token, du bist natürlich sehr willkommen. Komm mit mir, ich zeige dir die Welt, ich zeige dir die Welt dieser Burg. Wenn du mir helfen willst, dann hilf mir. Du wirst auf jeden Fall most valuable Mitspieler in diesem Spiel. Also werde natürlich nachher noch die Leute ansagen, die mir hier echt am meisten geholfen haben. Und die auch am fairsten geblieben sind von der Levelstufe her und nicht alles umgebracht haben. Au! Ich meine, ihr könnt natürlich trotzdem gerne mitmachen. Obwohl ihr ein hohes Level habt. Oder besonders stark seid. Aber dann müsst ihr euch trotzdem ein bisschen zurückhalten. Das wäre sehr nett. Nein, verrückter Degen, Mann. Was machst du hier? Na, ich trete dich. Also, oh shit. Na, wir wollen doch niemanden töten. Hörst du jetzt? Aua! Ich hab sie zurückgestochen, ich hab's dir gesagt. Nein, das macht man aber nicht. Shit, denkt er nicht. Okay. Achso, schade. Gave, ich hatte schon gedacht, du redest von meinem Magic 6, ey. Da hätte ich dich sowas von gelobt. Ach, was denke ich nur. Ihr seid nicht Zuschauer aus der ersten und zweiten Generation meiner Let's Plays. Ihr seid Zuschauer aus der dritten und vierten. Ihr seid alle aus einer anderen Generation. Man schreibt Datum vor und nach Mario Galaxy 2. Das sind die Generationen, die wir haben. Das habe ich verpasst. Du hast nichts verpasst, Exo Power. Du hast nur verpasst, wie ich ein bisschen weiter nach oben gegangen bin. Das ist nichts Schlimmes. Ich habe gehört, man kann diesen Ding jetzt benutzen. It's locked. Also man kann ihn benutzen, irgendwie runterzufahren. Ah, ich habe den Schlüssel dafür nicht. Welchen Schlüssel? Ja. Ich werde anscheinend wieder jemanden Gravelorden anscheinend. Mal sehen, wer gegravelordet wird. Na gut. Wir schauen einfach mal, wie ich diesmal treffe. Wahrscheinlich ist Phoenix wieder davon betroffen, wird einfach gearscht sein. Also das ist das Witzigste, was passieren kann, wenn andere gearscht sind, wenn man selber nicht ist. Das ist das Witzigste, was passieren kann. Dann denkt man nicht nur so Roffel, Roffel, XD, XD, Roffel, 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 GG, ey. Okay. Müller has joined. Post-Sup has left. Müller. Was ist das eigentlich für ein Super? Das ist das einzige Mal, wo man diesen Bogenschützen sieht, der so aussieht, ey. Versteht das nicht, ey. Sonst sieht man den nie. So, erstmal gehen wir hier nach oben. Nee, wir wollen uns erstmal Tacos holen, den Eisentacos. Oder wollen wir uns den holen? Nee, noch nicht, der wird gleich nur verprügelt. Invading a world of a Gravelord Servant. Na, dann mal los, ey. Lass uns noch einmal heilen und dann gehen wir da anscheinend hin. Du invadest dann selbst, egal. Es ist Spirit of Vengeance, ey. Ich bin richtig der Rachegott. Ja. Wo gehe ich eigentlich hin? Wen habe ich invaded? Ich wüsste mal gerne, wen ich invaded habe. Schön, dass mir das nicht gesagt wird. So, egal. Oh, Disconnect. Auf einmal Disconnect auf einmal. Habe ich mich jetzt selber invaded? Muss ich das verstehen? Achso, wo Logan kriegt den Schlüssel oder wie? Der soll kaputt machen, mal an Wand, wo die Schlange angelehnt steht. Dort ist auch Logan. Achso, der Schlüssel ist bei der kaputt machbaren Wand. Aha, gut zu wissen. Hallo, Typ. Er soll durchdrehen. Ja, okay, dreht durch. Das ist gut. Dankeschön dafür. Jetzt kann ich abstechen. Ich stech dich gerne ab. So, noch mehr abstechen. Einer war noch drin, ey. Jo, ich bin mal wieder weg. Schnell weg hier. Oh Gott. Der dreht völlig durch jetzt. Oh Gott. Nein. Na, willst du nochmal angreifen? Ich glaube, du traust dich nicht. Oh Gott, vielleicht doch. Was machst du da? Bist du eben behindert? Oh Gott. Hat er wieder seinen Anfall? Er hat nicht seinen Anfall. Hallo, hier bin ich. Tschüss. Bin wieder weg. Jo, macht er. Hallo, hier bin ich. Hallo. Oh Gott. Nein, er dreht wieder durch. Uga, Uga, ich Baba. Uga, Uga. Okay. Yes, ich bin der Spinner. Ich spinne gerne Leute an. Yes, oh shit, ich werde so gerne angespinnt, ey. Spinnen macht. Oh nein, Gag. Ihr wollt ihr verhindern, dass ich Gegner töte? Nein. Yes, oh shit, ich war aber so stark. Jetzt ist er nicht mal stark. Jetzt hat er mir Titanite Chunk gegeben. Gut. Ja, mal die Dinger hier kaputt machen, weil die einfach groß sind und nerven. Ich meine, die sind so groß, guckt sie euch an. Aber ich kann durchspringen, das finde ich viel witziger. Need bravery. Hallo, großer Golem. Ich hole mir Eisentacos. Eisentacos macht den.
Also Eisentargus macht in 90% der Fälle, kann er den Typen alleine töten. Oh nein, es soll der Gravelord sein. Oh komm, Phoenix, komm, du hilfst mir. Du hilfst mir. Oh, wieso ist Ghost Van ein verrückter Gravelord gerade? Was ist mit euch los, ey? Ihr seid alle verrückt. Ihr seid alle verrückt, seid ihr. Und hier. Hier war angeblich mal noch ein anderer Charakter, der irgendein Soldat, der versucht hat, seine Psyche zu erhalten. Irgendwie sowas war das gewesen. Der ist auch voll durchgedreht. Und Eisentargus ist einfach der derbste Soldat aus Lord Gwyns Armee und der will uns helfen. Der ist geblieben, um allen zu helfen, die versuchen nach Anno Londo zu kommen. Und deshalb hilft auch noch heutzutage, hat er sein Zeichen hier gesetzt, um anderen Leuten helfen zu können. Also Eisentargus und Phoenix. Ich glaube, ich lehne mich diesmal zurück und gucke euch mal beim Kämpfen zu. Ich glaube, das ist mal eine ganz witzige Idee. Warum auch nicht? So, mein lieber Eisentargus. Ich hoffe, ihr seid soweit, um gegen diese Typen zu kämpfen. Na, seid ihr bereit dafür? Yeah, okay, Leute. Das können wir schaffen. Oh yeah. Wir müssen alle noch coole Dinge machen.